In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ganz einfach Produkte bei ThriveCard einstellen kannst. ThriveCard ist ein Zahlungsanbieter wie auch Digistore. Heute zeige ich dir ganz genau, wie das geht und welche Schritte du machen musst, damit du dein erstes Produkt auf ThriveCard erstellst. Kommen wir zum Tutorial mit ThriveCard. Das Gute an ThriveCard ist, du hast es einmal dir gegönnt und kannst es immer wieder nutzen. Im Gegensatz dazu gibt es digitale Zahlungsanbieter für Online-Kurse, zum Beispiel Digistore. Digistore nutze ich auch recht viel. Und das Gute ist, Digistore ist ein Reseller. Das heißt, sie übernehmen den Kauf sozusagen, die Abwicklung für dich. Sie mahnen die nicht eingetroffenen Raten und so weiter. Also Digistore ist toll, wenn du jetzt erstmal starten willst und sagst, okay, erste Produkte erstellen, ich will nicht viel Kosten haben, dann hast du mit Digistore auf jeden Fall die richtige Wahl. Du hast dann aber Abgaben von 5,5 bis 7 irgendwas Prozent, je nach Größe deines Produkts, also ob das Produkt unter 300 Euro liegt oder über 300 Euro. Bei Digistore gibt es verschiedene Preise. Es gibt einen Marktplatz auf Digistore, auf dem du deine Produkte als Affiliate-Partner anbieten kannst und auch natürlich andere Produkte auch dann verkaufen kannst. Auch das ist klasse. Ich habe Digistore jetzt jahrelang genutzt und bin aber erst letztes Jahr zu ThriveCard mit einem Teil meiner Angebote umgesiedelt. Das gleiche gilt für Applify, ehemals Elopage. Hier hast du tolle Landingpages, coole Abwicklung, tollen Support und so weiter. Also das ehemalige Elopage heißt jetzt Applify. Du hast darin auch schon die Kursplattform, wo du die Kurse einstellen kannst. Wenn dir das einfacher ist, dann gibt es dort wahrscheinlich ab 37 Euro aufwärts monatlich plus dann noch Gebühren pro Verkauf den richtigen Zugang für dich. Mir war es immer zu teuer. Ich habe Elopage, Applify nicht so gerne benutzt. Ich bin dann immer gleich zu Digistore gewechselt, weil ich meinen eigenen Mitgliederbereich bereits habe über Wishlist Member. Kommen wir jetzt aber zu ThriveCard, denn vielleicht ermöglicht sich bei ThriveCard nämlich die Möglichkeit, dass du Landingpages, Zahlungsanbieter und den Mitgliederbereich im ThriveCard hast und brauchst nur noch deine WordPress-Webseite dazu. Also alles einmal kostenlos, die WordPress-Webseite plus du kaufst ThriveCard und hast einmal eine Gebühr, Lifetime. Und dann geht es weiter. Wenn du ThriveCard so nutzen willst, gibt es einen monatlichen Preis von 99 Euro. Wenn du hier auf das Lifetime-Offer gehst, dann kommst du auf diese Seite und dann wird dir dort ein Special Lifetime-Offer, also lebenslanger Zugang mit einmaliger Zahlung angezeigt. Und den zeige ich dir jetzt. Und dann kannst du hier drauf gehen und erhältst das Angebot, also einmal diesen lebenslangen Zugang, $495, oder du machst noch das Upgrade auf das Pro, damit hast du noch Support, Tools dabei und so weiter. Und dann bist du bei $690. Gehst du dann auf dieses Checkout, solltest du nicht vergessen, deine Steuernummer einzugeben, damit du hier die Mehrwertsteuer befreit bekommst, weil das ist ja die amerikanische Mehrwertsteuer. Die wird dir dann abgezogen, sobald du deine europäische Steuernummer hier eingibst. So, dann kannst du das Ganze hier abrechnen und dann hast du für $690 ein Tool, was dir Produkte erstellt, womit du Events erstellen kannst. Du kannst T-Shirts damit verkaufen, du kannst physische Produkte verkaufen, Online-Kurse und du kannst das Ganze in 5 Minuten erstellen. Ich erstelle in 5 Minuten meine Produkte auf ThriveCard und habe dann keine lange Prüfungsphasen mehr von Digistore, die meine Produkte checken, meinen Funnel testen, noch wissen wollen, wann meine E-Mail kommt oder dass ich Änderungen auf meiner Landingpage mache. ThriveCard macht das nicht. Du kannst, also hast halt freie Fahrt, was du verkaufst, aber du bist auch dafür verantwortlich. Und dafür brauchst du AGBs. So, das ist der Unterschied zu diesen Resellern, Digistore oder Elopage. Die übernehmen den Verkauf für dich. ThriveCard ist nur ein Zahlungsanbieter, der sich dazwischen stellt. Und du brauchst dann noch PayPal und Stripe. Stripe als Anbindung für deine Kreditkarte und PayPal als Anbindung für ja, den gängigsten Zahlungsanbieter im deutschsprachigen Raum ist PayPal. Aber dann kannst du hier mit Kreditkarte und PayPal
bezahlen, so wie es hier eben aussieht. So ähnlich kannst du das bei dir dann auch aufbauen. Okay, kommen wir nochmal dazu, dass wir unser Produkt jetzt auf Thrivecart einstellen wollen. Und das Ganze geht eher das erste Mal etwas länger. Das heißt, das erste Mal musst du ganz viele Sachen einstellen. Welche Währung ist es? Welche Zahlungen hast du? Hast du Ratenzahlungen? Hast du irgendwie AGBs? Was stellst du da alles ein? Aber nachher hast du dann einfach immer wieder das Gleiche. Das heißt, du kopierst einfach nur noch dein Checkout, deine Rechnung, das ist immer das Gleiche. Und du kopierst einmal hier das Produkt und erstellst das nächste Produkt daraus. Und das Ganze geht bei mir inzwischen in 5 Minuten. Jetzt wollen wir erstmalig ein neues Produkt erstellen. Hier wollen wir dann auswählen, digital oder physisch. Ich kann jetzt meine Häkeldecke hier einstellen und meinen Kaffeebecher. Oder ich kann meinen Online-Kurs und mein digitales Produkt erstellen. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Hier gebe ich einen Namen ein und hier habe ich nachher die Checkout-Page von dem Produkt. Und ich kann hier auswählen, ob das Ganze jetzt schon live gehen soll oder nicht. Und ich gehe natürlich auf Deutsch und ich habe hier dann Online-Kurs-Test und gebe dann hier nachher ein Kürzel ein, was dann meine Checkout-Page sein soll. Gehe dann auf Next und mache hier dann auf Euro. Erstelle einen Preis, der kostet 99. Es gibt eine 3-tägige kostenlose Probephase oder nicht. Nein, möchte ich nicht. Und der wird sofort 99 Euro berechnet. So, und das ist die Einmalzahlung mit 99 Euro auf Deutsch. Ja? Dann kann ich auswählen, ich möchte noch eine Zahlungsoption, nämlich eine Split Pay, also Ratenzahlung, oder ich mache Subscription, der ist dann monatlich dabei mit einem Abo-Modell. So, und dann gebe ich da ein 34 in 3 Raten, weil ich warte ja auf mein Geld, also nehme ich ruhig noch einen Euro mehr und dann kann ich hier noch ein paar Regeln einstellen und dann gebe ich das auch ganz, dann gebe ich hier Ratenzahlung auf Deutsch ein, damit das Ganze dann auch auf Deutsch funktioniert. Dann möchte ich Tax nehmen, Simple Tax, kann man auch verschiedene Varianten einstellen, Software, Coaching und so weiter. Hier mehrere Varianten und du nimmst Mehrwertsteuer oder eben nicht und das ist deine Adresse, meine. Und dann kannst du hier die Rechnung, gehen wir auf Basic, sagen hier, ich möchte jetzt, na, ich möchte doch kein Basic, ich möchte doch das andere Back Detailed Notification. So, und dann kann ich hier das Ganze verändern, Download als PDF ermöglichen, ein Logo hinzufügen, meine Adresse hinzufügen und das Ganze hier natürlich dann auch verbessern und steuertechnisch sinnvoll machen, deine Rechnung. So, dann gehe ich auf Next. Dann kannst du einen Order Bump hinzufügen. Wer meine Videos kennt, weiß, was ein Order Bump ist. Das ist das, was da unterkommt, das ist die perfekte Ergänzung. Nimm noch das Rezeptebuch dazu, das E-Book mit den tollen Achtsamkeitsübungen, mit den besten Schlafritualen. Und hier kannst du jetzt in die Minikursmethode einsteigen und mehrere Produkte verkaufen. Also erstellst du hier einen Order Bump und sagst auch wieder digital. Wählst das aus, wie soll das Ganze heißen, was kostet das, wo kriegen die Leute das? Oder du sagst, nein, will nicht extra Geld verdienen und gehst dann erstmal weiter, weil du erstmal das einstellst. Dir gefallen übrigens meine Videos, dann abonniere doch bitte den Kanal, denn hier zeige ich dir immer wieder tolle Tools, tolle Marketingstrategien, um deine Online-Kurse oder Bücher zu erstellen und zu verkaufen und natürlich alle neuesten Trends im Online-Marketing. Also abonniere doch gerne den Kanal und hinterlass auch gerne Kommentare. Ich freue mich riesig drüber und beantworte auch alle. Dann brauchst du Stripe. Hier die Anbindung bitte machen zu Stripe oder zu PayPal oder was auch immer deine Anbindung hier sein soll. Verbindest du mit deinem Account, gehst auf Stripe und sagst, Next. So, da kannst du nur eine Sache auswählen. PayPal ist dann im Stripe drin
Oder du gehst dann nur auf PayPal und hast nur eine PayPal-Abrechnung. Das geht auch. Dann kannst du Affiliates einladen, das Produkt zu promoten. Gehen wir auch mal weiter. Würde ich auch auf jeden Fall machen. Dann gibt es hier die E-Mail, wo sie das Produkt bekommen. Dann kannst du sie zur Danke-Seite schicken oder gleich zur Mitgliederseite, die du verknüpft hast mit dem Thrivecard. Wenn ich da hingehe, dann kann ich hier Thrivecard Learn oder Wishlist oder was ich auch immer verbunden habe, dann hier einstellen. Ne, kannst du vielleicht irgendwie mit Zapier dann auch Mentor-Tools oder was auch immer hinzufügen. Bitte gucken, wo soll das Ganze hingehen und dann den Access to your Product irgendwie hier richtig auswählen. So, jetzt kommen wir hier Fulfillment. Ist dann, wo soll es hingehen? Wo sollen die hin? Sollen die direkt in die E-Mail-Adresse eingeladen werden und so weiter? Und hier habe ich eben bei mir eine Danke-Seite und so weiter. Checkout. Jetzt geht es los. Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir hier die neuen Landingpages. Hier gibt es wohl auch ab und zu mal Bugs. Da würde ich jetzt gucken, habe ich jetzt meine WordPress-Seite? Dort ist meine Landingpage. Oder gehe ich auf Thrivecard und habe dort meine Landingpage? Das würde ich ausprobieren und testen, ob es gut funktioniert. Und wenn ich hier gehe auf New, habe ich diese ganzen neuen Funktionen. Ich habe gehört, da gibt es einige Bugs. Also wie gesagt, Vorsicht. Ich würde hier auf ein Classic Pop-Up oder eine Classic Sales Card gehen. So, ich gehe auf Sales Card Classic. Support E-Mail, info@jotimaflack. Next. So. Und dann gehe ich auf Customize, auf den Launch Editor. So, und jetzt habe ich einen ganz einfachen Editor hier, Classic Editor. Ich habe einfach nur Informationen, Ratenzahlung oder Einmalzahlung. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte jetzt hier einen Text hinzufügen. Und da schreibe ich jetzt mein Kursangebot, Achtsamkeits-Online-Kurs. Und gebe hier ein paar Infos ein, kann hier auch die Schrift verändern. Font Size hier. So, kann das in grün machen, in blau, kann noch ein Bild hinzufügen. Hier kommt jetzt, lade ich ein Bild hoch. Dann mache ich natürlich noch ein paar Bullet Points, was da gerade alles dabei ist. Und ich möchte jetzt hier sagen auf Card Step 1. Und hier unten kann ich nochmal auf den Single Step. Also ich will gar nicht so viel Bromborium. Ich will einmal eine kurze Info, was ist dabei, was buche ich hier. Und dann kann ich hier noch Hintergrund verändern, Images und so weiter. Hier würde ich auch auf First and Last Name nehmen. Kontakt, Telefonnummer kann man hinzufügen. Enabled das Business. Und hier brauche ich jetzt noch die Terms and Conditions. Genau, die brauchen wir unbedingt. Und dann hast du hier deine AGB. Und dafür brauchst du jetzt die URL zu deinen AGB. Die sollten auf deiner Webseite im Footer sein. Und dann heißt das wahrscheinlich deine Webseite slash AGB. Und die solltest du hier verlinken. Und dann stimmen sie automatisch deinen AGB hinzu. Da sollte dann die Rückgaberegelung mit deinen AGB geklärt sein. Und dann gibst das hier so ein und dann sagst du auf Done. So, Foto. Schöne Bullet Points, was sie erhalten. Und dann haben wir hier dann unten den Zahlungsanbieter. Und wenn du eingestellt hast, kannst du hier noch den Order Bump bearbeiten. Den zusätzlichen Kauf mit irgendwie einem E-Book oder was auch immer abschließen. Und dann hast du hier die Beschreibung, Rechnung mal runterladen, Support kontaktieren. Das kannst du auch wieder verändern, dass es nicht grün ist, kann aber auch bleiben. Denn wir wollen ja schnell ein Produkt erstellen. So, dann haben wir hier das Tracking, Facebook, Google und so weiter. Erstell dein Pixel, erstell deine Tracking-Codes und so weiter. Und dann kommen wir auf Behavior, also wie soll sich das ganze Produkt verhalten. Und hier kannst du dann Regeln hinzufügen. Ich möchte die jetzt zu meinem E-Mail-Anbieter fügen. Ich möchte die jetzt dann bei dem Order-Bump und so weiter. Dann, wo soll das Ganze hingehen, ist hier in den Regeln.
Und kannst du hier dann deine Rückgabung und so weiter da irgendwie alles eingeben. So, und dann gehe ich auf Save and Get URL. Ich möchte meine, das ist immer noch im Testmode, also gelb, aber hier kann ich schon mal diesen Kurs nehmen und tue ihn mal auf meine Seite. Hier zum Beispiel habe ich meine Akademie. So, wie will ich mit meinen Kunden zusammenarbeiten? Und dann kann ich dann die hier in den Rockstars verlinken. So, wo kommt der Button? Da muss ich kaufen. Und dann sehe ich hier, das ist das Produkt. Ich bin da sehr einfach gewesen. Da kaufen ja dann nur die Leute, die wirklich mit mir vorher schon das Produkt besprochen haben. Und die kaufen dann direkt über Thrivecard. So, gehe ich auf meine Produkte, kann ich hier jetzt nochmal draufgehen, edit den Test und gehe auf Live. Und damit ist dieses Produkt live für 99 Euro. Ich bin der Meinung, eigene Online-Kurse erstellen und verkaufen darf einfach gehen. Mehr dazu auch in meinem gratis Online-Kurs Evergreen Funnel. In diesem gratis Videokurs zeige ich dir, wie du einen automatisierten Sales Funnel aufbaust, was dir ständig neue Kunden bringt, wie du das ganz einfach erstellst, ohne Technikstress, ohne Frust dabei und hier mehr einfach, wenn du dich gratis zum Videokurs anmeldest. Also viel Spaß damit, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.